Eine Idylle im nördlichen Schwarzwald, die Gemeinde Oberreichenbach. 2800 Menschen wohnen hier und so ist man hier mobil. Man hört nichts, man sieht ihn nur. Der kleine Bus, das Bürgerauto, ist elektrisch angetrieben und sorgt für flexible Mobilität im ländlichen Raum. Ein Pilotprojekt, auf das der Bürgermeister stolz ist. Wir brauchen Fahrzeuge, die kleiner sind als Busse, weil wir auch sehr ländlich geprägt sind. Und mit diesem Elektrobürgerauto schaffen wir es wirklich, in jede Straße, in jedes Dorf zu fahren und die Menschen da abzuholen, wo sie wohnen und da hinzubringen, wo sie auch hinwollen. Das Elektrobürgerauto verkehrt unter der Woche täglich. Buchen kann das Auto jeder Oberreichenbacher. Reserviert wird telefonisch und dann kommt das E-Mobil nach Hause und fährt zu Zielen in der Region. Für kleines Geld. Nur 1 bis 3 Euro werden fällig. Auch weil die 20 Fahrerinnen und Fahrer ehrenamtlich arbeiten. Ermöglicht hat das Elektrobürgerauto die enge Kooperation der Stadtverwaltung mit dem lokalen Energieversorger und einem Autohaus. Ein klimafreundliches Projekt als Ergänzung zum öffentlichen Personennahverkehr mit Vorbildfunktion. Das Elektrobürgerauto ist gelungen. Wir haben aktive Fahrer und wir haben dieses Auto und es ist also im Einsatz von Montag bis Freitag, 8 bis 20 Uhr und wird kräftig genutzt und muss also sinnvollerweise 2 Tage vorher schon mal anrufen, dass man auch noch eine Fahrt bekommt. Und die Leute, die damit gefahren sind, sind alle hochzufrieden, empfehlen das weiter. Also ich würde es auch weiterempfehlen in alle Regionen in Deutschland, besonders in die ländlichen, dass man das nachmacht. Die Gemeinde Oberreichenbach setzt beim E-Auto auf einen umweltschonenden Batteriebetrieb. Statt Benzin zu tanken, wird die Autobatterie am Rathaus geladen. Die Wartung übernimmt der örtliche Energieversorger. Mit vollgeladener Batterie erreicht das E-Auto über 130 Kilometer Reichweite. Der Strom stammt aus Solartechnik und das alles schont die Umwelt. Über 13.000 Kilometer hat das elektrische Personenfahrzeug mit dem umweltfreundlichen Batteriebetrieb bereits zurückgelegt. Für die Bürger wird mit diesem E-Auto Elektromobilität erlebbar gemacht. Die Idee des Elektroautos erfährt eine besondere Öffentlichkeit, denn wer das umweltfreundliche Potenzial des E-Autos kennenlernt, der ist begeistert davon. So hat das Projekt eine große Multiplikatorwirkung, die sich auch über die Gemeinde hinaus verbreitet. Das E-Auto ist eine tolle Sache, ein tolles Projekt. Ich unterstütze es bei meiner freien Zeit. Es erweitert den öffentlichen Nahverkehr und Jung und Alt können davon profitieren. Ältere Leute, die haben einfach die Möglichkeit, dass sie dann einfach das Auto anrufen und das steht parat und es ist jemand, wo sie kennen vielleicht, wo sie abholt und es ist nicht fremd wie ein Taxi und ja, ist einfach Nähe da. Das E-Auto, das nutze ich hauptsächlich eigentlich, wenn kein Bus fährt und meine Eltern eben arbeiten müssen und es ist wirklich super, dass es eben mit Strom fährt, das ist ja wirklich gut für die Umwelt, es fahren sowieso viel zu viele Autos rum. Und das ist eigentlich wirklich super, dass es die Umwelt schont. Flexible Mobilität für jedermann, auch im ländlichen Raum. Und das besonders klimaschonend. Dieses Ziel erreicht die Gemeinde Oberreichenbach mit dem Elektro-Bürgerauto.